Uzi Rider. I need to see if you're capable of doing me dirty work. See if you're family or not, don't you know? Two of my boys will be there any second to take you for a ride. See if you're the article or a sister or something. Mhm. Wer seid ihr? We're going for a little ride into Epburn Heights. Kill me some filthy Diablo boo-boo's been batting up me lady Queen Lizzie. You do the driving and the shooting and the dallying a boot. We'll make sure you don't get cold feet here. You'll need a piece. Laughing vampires dance. Ach du Scheiße. Feel the voodoo curse. Let's drive. Okay, alles klar, Leute. Als erstes Mal andere Musik. Als zweites Mal, was für ein Auto ist das? Ich dachte, ihr seid irgendwas wie die Staunton Island Mafia. Und ihr fahrt ein Perennial? Jetzt mal ernsthaft, das ist fast ein Leichenwagen. Was soll ich damit? Und das dritte, was an dieser Aufgabe ziemlich, ziemlich blöde ist, das ist, ja, es meiner Meinung nach ist eine der sinnlosesten Aufgaben im ganzen Spiel. Wir sollen jetzt Diabolos töten, aus dem Auto heraus, per Drive-By. Also aus dem Auto heraus erschießen. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und das ist im Übrigen der Tunnel, den ich doch irgendwie ziemlich cool finde. Ich sollte das Auto nicht kaputt machen. Zum einen, es gehört nicht mir. Und zum anderen, ich glaube, wenn ich aussteige, dann habe ich genau 5 Sekunden, um wieder einzusteigen. Ja, 5 seconds to get back in the car. Ich habe genau 5 Sekunden, um wieder einzusteigen. Ja, aber nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Wir müssen jetzt Diabolos töten, weil die Diabolos anscheinend hier Queen Lizzie angemacht haben. Oder was auch immer hier abgeht. King Courtney oder Courtney oder Cartney oder Cartman. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass... Hattest du Vorfahrt? Nein, ich glaube nicht. Dass sobald wir sie getötet haben, die Diabolos, uns die Diabolos hassen. Sprich, dann hasst uns jede einzelne Mafia oder jede einzelne Gang in Portland. Sprich, die Diabolos, die Mafia an sich, die italienische und die Triads. Und die Polizei sowieso. Und das ist der Grund, warum ich die Krankenwagenmission ganz am Anfang gemacht habe. Denn, ja, uns hasst hier jeder und alles. Wir können uns dann hier nicht mehr blicken lassen. Das ist toll. Ja, wir dürfen nicht aussteigen und müssen Diabolos umbringen. Alles klar. Okay, wie gesagt, ich finde diese Aufgabe total scheiße. Von jetzt an hassen sie uns. Von jetzt an hassen sie uns, die Diabolos. Sie kommen schon angerannt. Ich würde sie auch nicht machen, wenn sie so gesehen nicht die 100% wären, denn zum einen, ich mag die Diabolos viel lieber, also die Gang von El Burro. Dann im direkten Vergleich, ich mag die... Was sind das überhaupt? Die Yardies überhaupt gar nicht. Ich kann sie nicht ab. Genauso wenig wie die Typen da hinten. Stirb, ihr Schweine. Oh, Polizist. Ich hab 3? Oh, ich hab ein bisschen übertrieben, glaube ich. Und außerdem, es bringt mir nichts. Das Einzige, was mir bringt, ist ein bisschen Geld. Ja, und halt diesen 1%-Punkt dann am Ende. Ach, ich darf schon wieder zurück. Danke. Aber nee, ich lasse mich erstmal umlackieren. Wobei, nee, hier gab es viele Anti-Sterne. Einer war doch allein schon hier, oder? Nicht! Nicht umkippen mit der Karre. Nee, das ist Paint Spray. Ich bin weg. Geht weg. Geht weg. Ich fahre einen Leichenwagen. Ich habe Sonderrechte. Moment mal, da hoch oder hier lang? Nee, hier lang. Genau. Lass mich da rein. Lass mich da rein. Lass mich da rein. Na, oh, 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 oh. Wow. Okay. Aber Leute, wisst ihr was? Leute im Auto, ihr seid verdammt mutig, dass ihr sitzen geblieben seid. Okay. Dann fahren wir mal wieder zurück. Und lasst uns am besten von jetzt an nie wieder in Portland blicken. Das einzige Positive so gesehen, wir müssen uns auch nicht mehr in Portland blicken lassen. Also nicht mehr allzu oft, da wir die meisten Missionen in Portland ja ohnehin schon hinter uns gebracht haben. Ja, obwohl das auch nicht schlecht. So lassen sie zumindest uns in Ruhe, wenn sie gerade sowieso Gang War haben.
Ich muss darüber, oder? Das finde ich ein bisschen blöd. Ich glaube, in anderen GTA-Teilen, da ist das anders. Hier ist das ein bisschen doof gemacht, wenn man wissen will, ja, ob man nach oben muss, ob man nach unten muss, wo oben ist, wo unten ist. Ich habe schon mal erwähnt, dass so ein Shoreside Vale, also dem letzten Stück, dem dritten Teil von Liberty City, ziemlich schwer zu sehen, wo oben und wo unten ist. Deswegen sind da die Missionen auch teilweise ziemlich schwierig, die auf Zeit basierenden Missionen. Aber ich glaube, ich könnte ohnehin mal eine Karte einfügen von ganz Liberty City. Hier ist im Übrigen der Weg nach Shoreside Vale. Nur der ist halt noch dicht. Er wird noch gebaut. Und einige Autofahrer scheinen es bisher nicht ganz so kapiert zu haben. Ja, genau, Kruse, fahr weiter. Irgendwann machen sie auf. Wenn dein Auto bis dahin noch ganz ist, dann sei froh. Aber nee, ich werde hier mal eine Karte einbauen von Liberty City und ein bisschen was über die Stadt erklären. Gut, ich denke mal, es wird sowieso jetzt schon Part, weiß ich nicht, 25 oder 26 sein, also ist vielleicht etwas spät, aber so könnt ihr mal einen kleinen Überblick darüber bekommen, wie denn eigentlich die ganze Map aussieht. Denn das finde ich halt ein bisschen schade. GTA Vice City und GTA San Andreas, die haben eine Karte bekommen, die man auch, wann man will, auswählen kann und gucken kann, wo man sich gerade befindet oder wo irgendwelche Missionen sind oder Ziele oder sowas oder Arbeitgeber. Aber dummerweise gilt das nicht für GTA 3. Hier gibt es keine Karte und das ist echt so ein bisschen blöde. So, du hast jetzt mal kurz Sendepause. Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Show GTA 3 Karte. Ich sagte GTA 3 Karte. GTA 3 Karte. Danke. Vielleicht noch etwas größer? Nein, nicht so groß. Wieder kleiner. Normale Größe. Okay, geht doch. So, da haben wir die Liberty City Karte. Dort auf der rechten Seite das erste Stück, das ist Portland, welches jetzt gerade rot markiert ist. Das ist Portland, das Stück in Liberty City, wo wir begonnen haben. In der Mitte, das ist Staunton Island, da wo wir uns jetzt gerade befinden. Man sieht vielleicht, es ist das größte Gebiet. Denn das dritte Gebiet, Shoreside Vale, welches jetzt gerade markiert ist, das beinhaltet ja viel, man könnte noch sagen, zum einen viel Natur, viel Gebirge und zum anderen, es ist, also der Flughafen auf diesem Gebiet ist sehr groß. Verbunden sind diese Gebiete durch Brücken und durch Tunnel. Es gibt einen Tunnel jeweils von Portland nach Staunton Island und Shoreside Vale und es gibt jeweils eine Brücke von Portland nach Staunton Island und Shoreside Vale. So, das wäre das eine. Und zum anderen, ich habe hier noch eine weitere Karte, das ist auch die offizielle Karte, die beim Spiel beiliegt, wo man alles so ein bisschen deutlicher sehen kann. Und die ist hier. So, das war's dann hier auch schon alles in allem. Jetzt habt ihr mal die Karte gesehen und könnt euch so einen kleinen Eindruck darüber machen, wie Liberty City im Ganzen aussieht. Ich persönlich muss sagen, ich mag diese Stadt sehr gerne vom Aufbau her und auch wie sie aussieht und okay, spielen wir einfach weiter. Okay, da werden wir. Nee, Moment, wo müssen wir denn ganz hin? Ich dachte, wir müssen nochmal wieder zum Fernsprecher, aber anscheinend müssen wir das nicht. Oh, bin ich froh, wenn ich aus dieser Karre hier raus bin. Ich finde von allen Autos hier, von allen, sagen wir, normalen Autos, also kein Bus, Lastwagen oder Feuerwehr oder so, ist das hier die schlimmste Karre. Ich finde dieses Auto einfach nur widerlich. Aha, hier müssen wir hin, alles klar. Okay, you're the kind of man we like as friend now. You're hiring, man. Real shooter. Sichler, alles klar. Ach, wir dürfen die Karre sogar behalten. So gesehen, als Geschenk für unsere treuen Dienste. Ja, Leute, das ist sehr freundlich von euch. Ich bedanke mich vielmals. Boom! Du hast nichts gesehen, oder? Ah, nein! Nein! Ja, super, die Passanten wollen mich umbringen und der Polizist läuft einfach weiter. Ey, das ist cool. Ich werde mir mal, wenn ich ohnehin schon hier bin, Leben holen, ein paar Waffen holen und dann mal schauen, was King Courtney noch so für uns bereithält.
Gut. Den brauchen wir nicht, aber Leben brauchen wir. Wollen wir Drogen nehmen? Ach nö, so abhängig sind wir noch nicht. Spielen wir mal ohne Drogen weiter. Oder wir könnten nochmal 5 Pakete sammeln. Ich weiß aber gerade auch nicht auswendig, wo nur welche Pakete sind. Doch da auf der Baustelle, da sind Pakete, glaube ich, 1 oder 2 oder so, aber... Ich will zwar nicht spoilern, aber Leute, wie man es sich denken kann, da müssen wir sowieso noch hin. Deswegen ist eigentlich ziemlich egal. Komm, gib mir mal ein Taxi. Raus da. Danke. Die Taximission? Ja, die könnte man auch mal machen. Fahre ich in die falsche Richtung? Ja, das tue ich. Ich muss mir noch mal überlegen, wie ich das mache. Es gibt insgesamt 100 Taximissionen, die man hier machen. Ja, eigentlich machen muss. Oder... Nee, Leute... Warum muss ich mir groß Gedanken machen, wie ich das am besten machen könnte? Ihr seid meine Zuschauer, ich frage einfach mal euch. Wie gesagt, es gibt hier 100 Taximissionen, sprich, man macht hier 100 Taxifahrten und ich will 100%, sprich, ich werde sie auch machen. Aber wie hättet ihr es gerne? Dass ich sie über das Spiel so verteilt mache oder hinten dran hänge und dann halt alle 100 auf einmal? Dass man sagen kann, nee, du, dein Spiel möchte ich sehen, aber die Taximission nicht, mach sie mal ganz am Ende, dann schalte ich vorher ab oder irgend sowas. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das am besten findet. Was euch am liebsten wäre. Ja. Gut, King Courtney, der große Autoklau. I want you to steal me some gang car so we can do some naughty thing on our enemy turf. I want me a Mafia Sentinel, a Yakuza Stinger and a Diablo Inferno so we can hit up any gang in Liberty. Drop them off at the garage in Newport and hear this. They're no use to me, all broke up now. War das jetzt ein Übersetzungsfehler oder heißt dieses Auto wirklich Diablo Infernus? Er hat Diablo Infernus gesagt, aber das Ding heißt Diablo Stallion. Keine Ahnung. Ich denke mal, darüber muss man sich auch keine Gedanken machen. Aber wir sollen jetzt für King Courtney, ja so gesehen, Autos von anderen Gangs hier klauen. Ich würde mal sagen, holen wir uns den schwersten zuerst. Der schwerste, das dürfte... Ich glaube, das dürfte der Stallion sein, also der Diablo Infernus oder der Diablo Stallion. Weil, soweit ich mich erinnere, steht der nirgendwo rum. Oder stand der irgendwo rum? Ich weiß es gerade nicht. Wo Mafia-Autos rumstehen, weiß ich. Und wo Yakuza-Autos rumstehen, das weiß ich auch. Nur mir fällt gerade kein Platz ein, wo so spontan ein Diablo Stallion steht. Und habe ich nicht eben gerade noch gesagt, wir müssen bestimmt nicht mehr nach Portland oder nicht mehr so oft? Ja, gleich die nächste Aufgabe. Ab zurück nach Portland. So, dann schauen wir uns mal so ein bisschen um. Aber die eigentlich, er sieht aus wie ein Stallion und nicht wie ein Infernus. Also das wird wohl einfach nur ein, weiß ich nicht, ein Übersetzungsfehler sein. Dialogfehler, ich weiß es nicht. Egal, Hauptsache wir haben eine spannende Aufgabe. Und Hauptsache, ja, das meine ich, die Autos... Nicht nur, dass sie scheiße zu fahren sind, sie nerven auch noch total. Fahren, wie sie wollen und ja, kommen die weg. Sind halt nicht cool. Gebiet der Diabolos. Und ich glaube, diese Autos, die müssen wir auch in einem Stück dahin bringen. Ja, natürlich, was Sinn macht, aber... Nee, ich glaube, sie dürfen keinen einzigen Kratzer haben. Steht hier irgendwo ein Diabolo? Da fährt eines. Oh, er fährt sogar aus dem Gebiet raus. Das ist super. Hier fährt sogar ein Diablo-Fahrzeug. Bleib mal stehen, Kumpel! Das Schöne ist, die im Auto wollen uns noch nicht umbringen. Nur irgendwie die auf der Straße rumrennen. Ich bin hier. Ja, ich glaube, es gibt da so ein paar Sachen, die du noch nicht ganz verstanden hast, aber raus. Wiedersehen. Er rennt weg. Du bist ja ein tolles Gangmitglied. Wobei, besser schnell weg, bevor seine Kumpels holt. Wie mache ich das jetzt? Fahre ich vorsichtig oder repariere ich es einfach nur? Nein, ich versuche es einfach mal. Ich versuche einfach mal vorsichtig zu fahren, ohne das Auto zu beschädigen. Das fordert ja so ein bisschen Skill. So. Hallo! Pass auf, wo du hinfährst. Ich finde aber auch, dass sie total cool aussehen mit dem Feuer so und allem. Ich finde, das sind richtig schöne Autos. Dazu, sie haben einen geilen Sound. Sie sind schnell. Sie sehen toll aus. Sie werden von einer Gang gefahren, die ich persönlich auch sehr gerne mag. Und sie haben so ein komisches... Ich weiß nicht genau, was es ist, aber so ein Ding da vorne auf der Motorhaube.
Ja, da hat wohl jemand gerade seinen Sportwagen zerschrotet. Zum Glück war ich es nicht. So. Ach ja, ich habe so natürlich gesagt, ich will vorsichtig fahren, aber das bedeutet nicht, dass ich bei roten Ampeln Halt mache. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Wir sind hier in Liberty City. Das muss dann doch nicht sein. Trotzdem vorsichtig fahren. Ich glaube sogar, das war irgendeine total enge Garage, wo wir rein müssen. Da vorne, da müssen wir hin. Alles klar. Ja, es war eine total enge, zumindest enge Ich muss doch nicht hier rein, oder? Ey, das... Oh, super. Aber jetzt an die Polizei stehen. Vielleicht ist ja auch ein Paket. Ich muss mal eben gucken. Das wäre die Nummer 1. Wunderbar. Den Diabolo-Wagen. Als nächstes holen wir uns die Mafia. Das Yakuza-Fahrzeug ist echt am einfachsten. Holen wir uns die Mafia. Gibt es... Was ist das hier? Gibt es hier irgendetwas? Paket. Was ist das denn hier? Richtige Gasse. Müllcontainer. Okay. Nein, hier gibt es leider nichts. Och, nehmen wir einfach mal einen Bus vorbei. Er ist ein Polizist. Das ist doof. Nehmen wir irgendwas anderes. Am besten Yakuza-Fahrzeug. Die sind schnell genug. Juhu! Dutsch. Das beste Mafia-Fahrzeug dürfte noch da sein, wo Salvatore Leone wohnt. Beziehungsweise gewohnt hat. Er ist mittlerweile ja nicht mehr ganz so fidel, würde ich mal sagen. Und da holen wir uns dann mal den Mafia-Wagen hier. Und das im Übrigen, das hier ist der Original-GTA-Soundtrack. Es gibt ihn in GTA 1 unzensiert und es gibt ihn hier in GTA 3 leicht zensiert. Original-GTA-Musik. So. Wobei, Moment. Ach, egal. Es fällt mir jetzt gerade erst auf. Ja, ich fahre einen Yakuza-Stinger. Nicht, dass ich das Auto auch direkt hätte jetzt wegbringen können, wenn ich ohnehin schon drin sitze, aber nee. Egal. Holen wir uns ein Mafia-Fahrzeug. Beziehungsweise, ja gut, letztendlich, jetzt ist es, mittlerweile ist es egal, ob wir mit einem kolumbianischen Kartellfahrzeug zur Mafia fahren oder mit einem Yakuza-Wagen. Sie hassen uns. Ach so, man darf kleine Schäden darf man da reinhauen, also kleine Dellen und so. Dann ist das noch in Ordnung, nur... Man darf hier ja nicht sowas anrichten. Was irgendwo leicht verständlich ist, aber. Das wusste ich nicht mehr. Und. Oh, 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 oh! Fuck! Fuck! Scheiße! Ja, das ist natürlich so ein kleiner Nachteil bei der Mafia. Sie haben zu Teilen Schrotgewehre. Und die machen ziemlich schnell, ziemlich viel, ziemlich kaputt. Herz, danke. Aber sie haben uns noch nicht gesehen. Gut. Da ist die Villa. Wäre cool gewesen, wenn man in GTA 3 schon irgendwie so eine Sachen hätte, also wenn man sowas hätte kaufen können. So im Sinne von, wir haben Salvatore Leone umgebracht und jetzt gehört uns diese Villa. So wie man in, was ist das? GTA Vice City halt Ricardo Diaz umbringt und dann seine Villa, ich sag einfach mal, erbt oder übernimmt. Nein. Ich hör zwar nichts, aber ja. Ich glaube, ich habe ihn echt ein bisschen zu leise, den Sound von meinem eigenen Radio. Ja, jetzt höre ich was. Das ist gut. Und hier gab es noch ein Paket. Ich überlege mal, wie komme ich da jetzt dran. Es fehlt mir gerade
spontan wieder ein. Hier war das, oder? Hier gab es noch ein Paket. Das werde ich mir eben mal kurz holen, wenn ich ohnehin schon hier bin. Aber ich glaube, dazu musste ich hier runter. Oh, komme ich hier wieder hoch? Nein. Ja gut, ist nicht alles Gold, was glänzt. Beziehungsweise nein, eigentlich ist es nie Gold, was glänzt, aber... 26 von 100. Ach, mir fällt spontan noch eins ein. Wenn ich schon mal hier bin. Schrotgewehr gibt es hier, das ist schön. Aber auch so die Details. Ich weiß nicht, ob es jetzt gewollt ist, aber meinetwegen hier so Fahnen aufgehängt. In den Farben der italienischen Flagge. Also, ja, rot, weiß, grün. Oder grün, weiß, rot. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja, gehen wir nicht weiter drauf ein. Okay. Oh! Was? Nein, 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 nein. Du Arschloch! Ja, es ist unglaublich. Wenn ich mal jemanden bedrohe, dann werde ich direkt verhaftet. Doch wenn jemand mit dem Schrotgewehr auf mich schießt, da macht die Polizei überhaupt gar nichts. Wo ist der? Wo ist der? Scheiße! Nein! Nein! Alter!